Jo, Karte. Wir sind da unten. Was haben wir noch zu erledigen? Wir müssen immer noch eine Etage höher. Und damit Ogo das machen. Teleporter könnten wir eigentlich löschen, die ganzen Notizen. Den Schalter. Wir wissen nicht, was der Schalter gemacht hat. Wir müssen für Jürgen die Mission erledigen. Wo geht's runter? Da geht's runter. Die Türen haben wir alle nicht aufgekriegt. Da fehlte irgendein Schlüssel. Aber können wir noch mal probieren. Also erstmal gucken wir da oben. Also wir zeichnen die Karte da oben zu Ende. Dann gucken wir, warum es da nicht weiterging. Und wie wir da überhaupt richtig hinkommen. Ah ja, haben wir noch zu tun. Wir sollten demnächst einmal schlafen. Plum, 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 plum. Wo ist noch? Oh, Gold Nuggets. Oh, und irgendwas greift uns an. Du nerviger kleiner. Genau. Oh, da ist noch einer. Nicht die Wand hauen. So. Nicht fliehen. Helm war beschädigt. Ja, das ist sowieso eine Sache. Eigentlich müssten wir noch mal recht weit zurück und dann dem Zwerg einen Besuch abstatten und alle Ausrüstungsgegenstände einmal reparieren lassen, was sehr zeitintensiv werden wird. So, wir kriegen jetzt erstmal kurz hier Licht aus. Schlafen. Heilung. Heilung. Schlafen. So, schon besser. Licht wieder an. Und wir wollten weiter im Norden gucken. Also ja, da ist der böse Ritter. Vielleicht kommen wir irgendwo um den rum. Ne, da ist er irgendwo schon. Was war denn das Grünes? Oh, Gegner. Hallo, Bom. Sind sofort vergiftet. Zwei Treffer und ist rot und kaputt. So. Goldnugget kommt mit. Wer weiß, was Urgos Wächter wirklich alles haben will. Der will ja ganz einen Stapel Goldnuggets haben. So, das ist schon mal zu schwer. Das kann mit. Kettenhemd. Unser Kettenhemd ist serviceable. Das Service ist exzellent. Dann nehmen wir doch mal das runter und ziehen das da an. Du kommst auch mit. Und damit sind wir jetzt voll. Und hier ist wieder so ein Ding, das führt wieder zu dem Ritter. Also, ja, das, was hier oben auf der Karte eingezeichnet ist, ist alles nur quasi eine Plattform für den Ritter, wo er steht und auf uns wartet. Also gehen wir jetzt nach Südosten und gucken die eine Tür uns da an. Aber jetzt, was den Trip zurück angeht zu dem Zwerg, das sollten wir eh machen, denn wir müssen noch überprüfen, ob eine von den Weinflaschen vielleicht eins der Artefakte ist. Weil laut unserer Liste hier ist Wein einer von den Talismanen. Und wir haben bereits eine Flasche Portwein gefunden. Und ich weiß nicht, wie häufig Wein hier unten ist. Also du gehst ganz normal auf. Und kopfloser. Solange du allein bist, ist alles gut. Okay. Komm schon. Rot. Mace beschädigt. Müsste auch unbedingt repariert werden. Der Helm sieht auch nicht gut aus. War schon Zacken abgebrochen. Na komm schon. Zurück, zurück, zurück. Komm schon. Oh, das war ein guter Treffer von dem. Wir sterben jetzt an einem Kopflosen. Das ist schon eine Weile her, dass sowas zuletzt eine Möglichkeit war. Hier ist nichts mehr. Außer ein Ledercap, das was ist? Serviceable. Aber wir haben kein Gewicht mehr. Also Licht aus.
Schlafen. Licht an. Töten. Zumindest weiterlaufen und sich umgucken. Ziehen. Da unten ist was. Skelette nämlich. Und die ganzen Türen sind hier doch nicht abgeschlossen. Das muss dann woanders gewesen sein. Vielleicht eine Etage weiter oben. Genau, die Türen hier, die haben wir da nicht aufgekriegt. Okay. Gibt es hier einen Weg wieder hoch? Ich sehe da hinten nämlich nicht so wirklich was. Ah, was soll's? 2, 1, Risiko. So, du bist schon mal rot. Komm, 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 komm. Du bist kaputt. Du bist angeschlagen. Wir sind ziemlich angeschlagen. Du bist kaputt. Sehr schön. Jetzt müssten wir nur hier rauskommen. Dann ist alles gut. Und ab in die Ecke mit dir. Oh, Heilung. So. Kaschan. Ein ordentlicher Treffer. Siehst du mal. Also, rostige Schwerter, Helme und Schädel. Ist jetzt nicht so wirklich toll. Und diese eine Plattform. Sonst ist hier nichts. Also muss man von hier... Oh. Was bist du? Du bist ein Knopf. Kannst du nicht benutzen. Kannst du nicht von hier benutzen. Den Stock haben wir nicht dabei, ja? Nee, das wäre ja auch zu praktisch, wenn wir einen Stock dabei hätten. Und da ist noch einer. Warte mal, können wir von hier aus dich erreichen, wenn wir ganz nah rangehen? Wenn wir springen? Du bist jetzt oben. Jetzt bist du unten. Aha, okay. Da hinten ist noch einer. Und wir springen irgendwie echt viel höher als vorher. Sehr irritierend. Komm schon rauf da. Also langsam gehen. Ja, langsam gehen, springen. Sehr schön. So, du bist jetzt oben, du musst nachher unten sein. Gehen wir mal an den Rand. Guck nach oben. Spring. Näher ran. Unten. Sehr schön. Langsam vorwärts gehen. Spring. Oh, das war zu weit. Das war viel zu weit. Ich freue mich schon drauf, wenn wir levitieren können. Also es könnte sein, dass wir es schon können vom Level her, aber ich glaube, die Rune fehlte. Das war jetzt zu flach. Das war gar nicht. Das. Irgendwas. Ja, wie gesagt, komisch. Manchmal springt er ganz, ganz knapp. Manchmal springt er tierisch weit, obwohl ich ganz normal S drücke zum vorwärts laufen, also vorwärts gehen und dann J. Wie jetzt zum Beispiel. Das war knapp. Da ist Schalter Nummer 3. Näher ran, näher ran, näher ran. J. Klick. Nein, 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 nein. Muss nach unten zeigen. So. Von da aus könnten wir doch rausspringen. Warum sollten wir dann... Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da liegt ein Schwert. Achso, das ist ein Schwert von den Skeletten. Das ist hochgeschoben wurde. Ich dachte schon, da wäre jetzt irgend so eine Belohnung oder was weiß ich. Aber eine gute Waffe könnten wir echt gebrauchen. Die Keule hier ist worn. Das ist nicht so wirklich toll. Okay, springen. Ja, ticken näher ran. So. Oh. Wohin führst du denn? Nein. Da ist ein Mini-Abgrund gewesen. Genau da springe ich rein.
ist alles eine Geduldsübung, das passt schon. Und hopp. Und hopp. So, jetzt einfach darüber. Ach, wir springen gegen die Decke. Okay. Das ist natürlich hinterhältig. X. So, vielleicht von hier aus. Jo. Sehr schön. Also, das gehört alles noch zu meinem Skelett. Aber das hier ist neu. Was haben wir da? Eine Goldkette. Die zu schwer ist für uns. Ein badly worn Buckler und ein badly worn Buckler. Weg. Du kommst mit. Und was bist du? Ein Zauberstab, der irgendwas macht. Hm. So, dich haben wir gedrückt, um hier rauszukommen. Okay. Also wir wollen darüber. Hops. Hopp, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. So, und hier werden wir jetzt wieder gegen die Decke hopsen, denke ich mal. Yeah. Das ist echt... So. Vorsichtig da raufspringen. Muss ich jetzt von hier bis zum Ende springen, oder wie? Das war zu knapp. So. Oh, 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 oh. Lülülü. Und womit hast du den ganzen Tag verbracht, Avatar? Och, ich bin von einer Steinplattform zur nächsten gesprungen. War sehr entspannt. Hops. Oh. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt anders. Ich probiere jetzt irgendwie hier rauszukommen. Mit diesen ganzen Plattformen. Und wenn ich das geschafft habe, werde ich erstmal schlafen, um den Lebenspunkt zu regenerieren und so weiter. Und dann mache ich mich auf zu dem Zwerg, lasse da die ganze Ausrüstung reparieren, unter anderem auch zum Beispiel der Plattenpanzer. Und ich melde mich wieder, wenn... Ich melde mich wieder, wenn wir dementsprechend ausgerüstet sind. Also Plattenpanzer auf der Brust, alles was an guter Ausrüstung da ist, also nicht vom Zustand, also nicht von was hier vorne steht, von dem Präfix, sondern was die Rüstung an sich ist. Also wir werden den Helm reparieren, wir werden den Brustpanzer reparieren. Wir hatten, glaube ich, auch noch Plattenschuhe oder irgendwas in der Richtung. Die nehmen wir auch mit. Egal, was für einen Zustand die haben. Bringen alles zum Schmied, lassen alles reparieren, ziehen alles an und schmeißen den Rest in die Rumpelkammer. Und derart präpariert werde ich mich dann gleich wieder melden. Aber vorher probiere ich noch einmal ganz kurz den Sprung hier mit euch zusammen. Hops, nein. Hops. aber ja. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das alles gemacht habe, was ich gesagt habe. Das Längste wird sein, hier hochzukommen. Aber ja, bis gleich.